Da kommt nichts. Okay. Also nochmal, was sagen die da, auch wenn es nicht wichtig ist? Wissen Sie, es würde nicht schaden, sie aufzustellen in einem Regal vielleicht. Das hat jetzt keine Bedeutung mehr für mich. Was meinen Sie mit mehr? So war ich im letzten Jahr. Was hat man davon, wenn man in der Vergangenheit schwelt? Er fragt mich. Das macht mich irgendwie zornig. Übrigens, da ist etwas an diesem Schild, was mich irritiert. Sehen Sie, bemerken Sie irgendeinen Unterschied? Unterschied? Ja, können Sie sich nicht daran erinnern? An den anderen Schild in der Gerichtsakte? Den anderen Schild, das habe ich schon mal gezeigt. Moment. Mir fällt gerade was ein. Das habe ich schon längst wieder vergessen, sollte mir jetzt nützlich sein. Und ich hoffe einfach mal, dass unser Edgeworth das nicht bemerkt. Also weckt. Ja, das hat er doch vorhin fallen lassen. Bitte macht, da ich mich untersuchen kann. Ich frage mich, was er vorhin geschrieben hat. Kommen Sie, Herr Wright. Lassen Sie uns mal nachsehen. Bist du verrückt? Edgeworth sitzt doch genau dort. Lecken Sie ihn einfach ab. Ich werde nachsehen. Hey Edgeworth. Ist das Inspektor Gamschuh da draußen? Oh nein, jetzt stürzt er ab! Moment, erst will ich sehen, was das Mädchen macht, das um meine Füße herumkrabbelt. Er hat mich nicht einmal angeschaut. Was? Wenn du nicht lesen kannst, lese ich es dir vor. Da steht Kündigung. Kündigung? Edgeworth, Sie wollen doch nicht etwa... Ich bin müde, Herr Wright. Ich fühle mich, als wäre etwas in mir gestorben. Aber Edgeworth, das ist doch alles nicht Ihre Schuld. Ich weiß, auf welchem Pfad ich gegangen bin. Das muss mir keiner sagen. Und der Pfad, auf dem ich ging, war nicht rechtschaffen. Ich kann mir nicht verzeihen, was ich getan habe. Und das soll mir auch sonst niemand verzeihen. Oh, ich glaube, er meint es ernst. Herr Wright, bitte, Sie müssen etwas unternehmen. Diese Kündigung schreiben. Ich frage mich, ob ich damit etwas anfangen kann. Das ist genau das, was ich brauche. Der hätte ich nur nicht vergessen, dass er vorhin etwas runtergeschmissen hat. Das ist genau das, was ich gerade suchte. Ich muss wieder zum Polizeirevier. Edgeworth muss das... Meine Gamschuh muss das hören. Aber, Phoenix, das war die schlechteste Abwehrdenkung, die ich je gesehen habe. Ich meine, hey, schaut mal, guck mal, ist das Gamschuh? Ach du Scheiße, er stürzt ab! das wohl best, diese Ablenkung ist wohl besser. Hey, schau mal, ein Einhorn. Ah nee, es war doch nur ein Hund. Da, das gefällt mir überhaupt nicht. Da. Warte mal. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, was ich wollte. Genau. Prüfen. Hinten steht nichts und es ist ein ziemlich zerknittertes Stück. Aufgrund der jüngsten Ereignisse erkläre ich meinen Rücktritt als Staatsanwalt. Er hat tatsächlich einen Kündigungsbrief geschrieben. Oh, auch wenn er zurückdrückt, finde ich Herr Edgeworth cool und direkt. Außerdem war es nicht seine Schuld. Jemand muss die Verantwortung übernehmen. So ist das unter Erwachsenen. Ja, aber die Verantwortung ist nicht wert, wenn er einfach nur zurücktritt. Nun, nicht jeder wird dieser Meinung sein. Wahre Verantwortung wäre es, wenn man den Rest seines Lebens umsonst arbeiten würde.
Manchmal kann die Welt der Erwachsenen echt hart sein. Und irgendwie habe ich nicht verstanden, was die damit jetzt genau ausdrücken sollte. Selbst wenn er umsonst arbeiten würde, könnte er immer noch fälschen. Er fälscht nicht. Im besten Fall unterschlägt er. Also, was ist denn das für ein knülltes Stück Papier? Unmöglich! Das kann Herr Schwurz doch nicht ernst meinen. Meint er jedenfalls etwas nicht ernst? Meint er jemals etwas nicht ernst? Ich kann es nicht fassen. Dass er unter Druck gesetzt wurde. Hedgeworth fühlt sich wirklich verantwortlich. Zuerst dachte ich, er wäre eiskalt. Aber jetzt weiß ich es besser. Er hat uns Inspektoren vertraut, dass wir ihm solide Beweise liefern. Aber wir haben ihn einfach verraten. Inspektor. Jetzt reicht's. Ich habe mich entschieden. Aber... Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Das können wir nicht tun. Wenn das rauskäme... Würden Sie nicht mit einer weiteren Verlustmeldung davonkommen... Halt. Würde man Sie nicht mit einer weiteren Verlustmeldung davonkommen lassen? Sehen Sie mich an. Ist doch kein Geheimnis, dass ich schon mehr... nicht mehr dazu gehöre. Schließlich sind Herr Edgeworth und ich Freunde. Je nachdem, wie dieser Fall ausgeht, könnte ich eh schon so gut wie entlassen sein. Was? Lassen Sie mich wenigstens das für Edgeworth tun. In Ordnung, Inspektor. Vielen Dank. Es wird Zeit, in Richtung Büro des Polizeichefs zu gehen und ein bisschen Orgel spielen. Auf geht's, Herr. Auf geht's, Herr Wright. Piep. Möp. Sesam, öffne dich. Wenn uns jetzt jemand entdeckt, dann ist Inspektor Gumshoe erledigt. Sollte das passieren, rechne ich fest damit, dass sie mich rauspauken. Irgendjemand ist ohnmächtig. Tut mir leid, ich dachte, sie wären ein Geist. Ich wusste nicht mal, dass man einen Geist schlagen kann. Au. Ich glaube, sie haben mir den Kiefer gebrochen. Ah, Inspektor Gumshoe. Warum schleichen sie uns nach und warum habe ich sie erst jetzt bemerkt, nachdem man sie verprügelt hat? Von einem kleinen Mädchen. Ich meine, sie wurden von einem kleinen Mädchen verprügelt. Gut, sie ist 16, aber hey! Ich bin nicht geschlichen. Ich war nur besorgt, dass etwas schief gehen könnte. Deswegen bin ich nachgekommen. Wenn Sie hier sind, warum haben Sie uns dann Ihren Ausweis gegeben? Zerknüllter Ausweis von Gumshoe in der Tasche. Hey, tun Sie das nicht mit meinem Ausweis nicht an. Ich habe so gut wie nie Gelegenheit, hier reinzukommen. Habe ich jetzt einen zerknüllten Ausweis? Okay, dann nicht. Also dachte ich mir, dass ich mich selbst mal etwas umsehe. Außerdem sitzen wir doch alle im selben Boot. Sie wollen wirklich, dass man sie rausschmeißt? Nicht, wenn wir Glück haben. Auf geht's. Sehen wir nach, ob wir was finden können. Ich habe gar kein gutes Gefühl dabei. Hallo, Gummy. Ciao, Gummy. Wieso sind zwei Schreibtische dort? Jetzt schauen wir erstmal, was er dort so hatte, schönes. Wow, sehen Sie sich da die Ausmaße von Polizeichef ganz Schreibtisch an? Da wir gerade davon sprechen, als wir zuvor hier waren. Ach, Sie beiden. Polizeichef Gant. Er hat dieses Dokument, das er gelesen hat, in seinen Schreibtisch gelegt. Ich frage mich, was er da gelesen hat. Das sieht aus wie eine Beweisliste, die in einem Fall verwendet wurde.
Eine Beweisliste? In den meisten Fällen ist die Liste zweimal so lang wie diese hier. Oh, sehen Sie sich den Namen des Falls an! SL-9. Dachte ich's mir. Ich frage mich, was die hier zu suchen hat. Moment mal, Inspektor. Was haben Sie eben gesagt? Ich sagte, ich frage mich... Nein, über die Beweislisten. Normalerweise sind die doppelt so lang. Ja, genau. Ich denke, es gab halt nicht viele Beweise. Eine halb so lange Beweisliste. Diese Beweisliste. Sie scheint zu kurz zu sein. Die meisten Listen sind doppelt so lang. Das ist die andere Hälfte. Was hat dann die andere Hälfte der Liste hier zu suchen? Ich habe es gewusst. Der Polizeichef unterschlägt etwas zu diesem Fall. Sieht so aus. Gut, was haben wir denn hier sonst noch so Schönes zu untersuchen? Den alten Schreibtisch. Das war Lanas Schreibtisch. Der ist sehr ordentlich. Wieso steht er denn nach 2 Jahren noch hier? Lana hat schon immer gründlich sauber gemacht. Da ist nicht mal Staub drauf. Sieht so aus, als würde sie immer noch sauber. Würde sie ihn immer noch sauber machen. Ist Lana jemals wieder hier zurückgekommen? Nein. Polizeichef Gant hält ihn wohl zum Andenken an ihre Partnerschaft sauber. Sie waren aus dem Zeug, aus dem Legenden bestehen. Traumstaub. Behält er ihn zum Andenken an sie oder an das Verbrechen? Da haben wir da hinten was zum Untersuchen? Die Regale sind weitgehend leer. Lana hat sie wohl ausgeräumt, als sie zur Staatsanwaltschaft versetzt wurde. Auf dem linken Regal ist ein kleiner Bilderrahmen. Hey, das war damals, als Lana und ich diesen Themepark besucht haben. Können wir nicht, aber das hier. Sehen Sie sich dieses riesige Fenster an. Da möchte man doch glatt durchschmeißen. Wir sind hier im 15. Stock. Auf Wiedersehen! Ich weiß. Ich habe doch nur gesagt. Was gesagt? Seit ich Inspektor geworden bin, träume ich davon, so etwas zu tun. Persönlich Notiz, Inspektor Gamschow hat viele Träume, die mit Suizid zu tun haben. Zum Beispiel aus Fenstern springen, die im 15. Stock sind. Solange er sich nicht durch dieses Fenster schmeißt, wird er, wenn er gefeuert wird... Sagen Sie das nicht! Da haben wir noch eine Orgel und einen Safe. Das ist ein Tresor, oder? Tresor? Dieses Wort riecht förmlich nach Intrige. Okay. Wenn Sie meinen? Sieht so aus, als müsste zum Öffnen ein Code in dieses Bedienfeld angegeben werden. Eine 7-stellige Nummer. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung, welche es ist. Nummer eingeben. Wissen Sie den Code? Ich habe so eine Ahnung. Oh, ich weiß es. Möchten Sie es mal mit meinem Geburtstag probieren? Es ist... Dumm. Ich habe eine bessere Idee. Ein Schuss ins Blaue. Code bestätigt, Zugriff gewährt. Ja, ich bin der Beste. Ich weiß. Nee, Quatsch beiseite. Quatsch. Jeder wird sich erinnern. Unser letztes Feld. Dreimal dürfte erraten, wem diese Dienstnummer gehört. Spätestens jetzt sollte es einem klar sein. Volltreffer. Welche Nummer haben Sie eingegeben? Wessen Geburtstag war es denn, mein Lieber? 777777. Die letzte Ausnahme ist nun mal in dieser Aufzeichnung. Was? Die Nummer des ominösen... Die Nummer des ominösen landenden Beamten, der an jedem Tag den Raum betrat. Sie meinen... 777777? Diese Ausweisnummer? Ich glaube, diesmal war es eine 7 zu wenig. Das kann nur eins bedeuten.
6x die 6. Das ist die Ausweisnummer vom Polizeichef Gant. Sagen Sie mal, will denn keiner hineinsehen? Wieso eigentlich nicht? Und durchsuchen. Ist Geld drin? Wie viel hat er denn auf die Seite gelegt? Sehen Sie, es ist eine Katze. Scherbe einer zerbrochenen Tasse. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo habe ich die schon mal gesehen? Es ist noch etwas hier drin. Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Ledertuch. Mit einem Handabdruck. Das ist ein Handabdruck, oder? Hey, ich habe mal jemanden gesehen, der so einen Hemd trug. Sie glauben, der Polizeichef hätte sich das Design ausgedacht? Ich glaube nicht. Oh, nun, war nur so ein Gedanke. Ich will nicht wissen, wie deine Gedankengänge sind. Die sind weit verrückter als meine. Das ist alles mehr, war nicht im Tresor? Scheint so. Jetzt ist er leer. Ein Stück Stoff mit einem Handabdruck drauf. Und eine Scherbe von einer zerbrochenen Tasse. Sie sehen wie Beweisstücke aus. Aber wenn Sie nicht beweisen können, was Sie mit dem Fall zu tun haben, fürchte ich, kann ich es nicht zulassen, dass Sie sie mitnehmen. Schließlich geht es hier um meinen Hals. Na toll, jetzt muss ich auch noch Ihre Relevanz beweisen, um sie zu bekommen. Inwiefern sind diese beiden Gegenstände mit dem Fall SL9 verwickelt? Na los, es muss doch etwas geben, was wir dem Inspektor vorweisen können. Null Problemo. Den ersten kennen wir schon. Wo haben wir ihn? Hier, die wackelige Vase. Inspektor Gamschuh, können Sie sich diese Vase nochmal ansehen? Wir haben sie gemeinsam wieder zusammengesetzt. Das waren Zeiten. Nostalgie ist doch wohl noch etwas verfrüht. War diese Vase nicht ein Beweisstück aus jenem Fall? Das ist richtig. Auf einer der Scherben war ein Aufkleber, auf dem SL9 stand. Klingelt das jetzt bei Ihnen? Wissen Sie das Bruchstück, das wir gerade gefunden haben? Meinen Sie das, was im Tresor war? Ja, das, was im Tresor war. Jetzt, wo wir darüber sprechen, klingelt es gewaltig bei mir. Mal sehen, ob es passt. Klar, es passt immer. Lassen Sie mich mal die Scherbe sehen. Ich probiere es einfach mal. Nur zu, mein Lieber. Zeigen Sie uns, was ein Anfänger drauf hat. Herr Wright, hier ist etwas Klebstoff. Wenn ich sie wieder zusammenkitzeln kann, beweist es, dass Polizeichef ganz wissentlich Beweise versteckt hielt. Los geht's. Null Problemo. Und bam. Ding. Na also, es passt wie angegossen. Das heißt natürlich, Polizeichef Gant hat wissentlich ein Stück der Vase in seinem Tresor versteckt. Anders ausgedrückt, er hat einen Beweis aus dem Fall SL9 unterschlagen. Aber... Hey Leute, sehen Sie sich das an. Was ist denn? Das Stück, was Sie gerade angeklebt haben, ist anders als der Rest. Ja? Da ist eine rote Linie drauf. Eine rötliche Linie? Das ist Blut. Ich verstehe das nicht. Warum versteckt Polizeichef Gant das in seinem Tresor? Kein Problem. Quatsch, ich brauche mal die hier. Und wie kann ich die benutzen? Hey, ich habe etwas von diesem Zeug gekauft. Jetzt kann ich auch rumgehen und Blutspuren finden. Wow! Ist das eine neue Sorte? Die Flasche habe ich ja noch nie gesehen. Erhöhen Sie Ihre Körpergröße um 8 cm. Körpergröße? Hey, lassen Sie mich mal sehen. Looming Tall. Klingt fast wie
Luminol, heißt aber groß herauskommen. Neue verbesserte